Seine Ästhetik spaltet die Betrachter in Bewunderung oder Ablehnung. Jetzt aber ist es ein halbes Jahrhundert alt. Das Reutlinger Rathaus hat am 22. April 2016 seinen 50. Geburtstag gefeiert. Der Bau stammt vom Stuttgarter Architekturprofessor Wilhelm Tietje und dem Diplom-Ingenieur Rudolf Volz. Das damals rund 14,4 Millionen Euro teure Gebäude umschließt insgesamt rund 100.000 Kubikmeter Raum. Dabei löst sich der mittlerweile im Inneren stark sanierungsbedürftige Komplex in drei Komponenten auf. Neben dem Verwaltungsbau gehört das auf Sockeln stehende Ratsgebäude mit seiner zum Marktplatz geöffneten Freitreppe dazu. Hier versammeln sich die Reutlinger Stadträte zum Gemeinderat. Hier befinden sich auch die Arbeitsräume der Fraktionen und Ratsgruppierungen sowie die Räume der Bürgermeister. Seit Mai 2013 steht das Reutlinger Rathaus unter Denkmalschutz. Als Kulturdenkmal über lange Zeiten gehöre es zu den großen ortsprägenden Wahrzeichen der Stadt, stehe für deren wirtschaftlichen Aufschwung und den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg sowie architektonisch für die zweite Nachkriegsmoderne.